RP. Noch nie ein Unboxing gemacht. Das wird aber jetzt kein Unboxing, oder? Wir müssen nur auspacken. Bitte kein Unboxing. Canon EOS RP. Jetzt haben wir einen sehr spannenden Vergleich. Canon EOS RP, Canon EOS R. Bei beiden ist 24, muss ich mir entscheiden, wohin schauen. Also Canon EOS R. Auf beiden Kameras 24, 105 mm, Blende 4 mit einem 50stel und beide Kameras auf 320 ISO. Beide Kameras im neutralen Bildprofil. Schärfe 0, Kontrast und Sättigung jeweils minus 2. Also exakt dieselbe Konstellation. Das Vorschaubild wirkt kontrastreicher, voller auf der Canon EOS R. Das dürfte einfach die Qualität vom LCD-Screen etwas besser sein. Für sich alleine genommen Canon EOS RP, aber auch ein wunderschönes Vorschaubild, also das ist jetzt im direkten Vergleich nur, ja. Kann aber wiederum da habe ich das Fenster und da stehe ich mit der Kamera, die steht vor der Mauer schon, das direkt vom Fenster, jetzt ist das Umgebungslicht heller, kann das also täuschen. Was wir hier noch vergleichen können an der Canon EOS RP ist dieses Video Micro, das kleine, ca. 50 Euro Mikrofon. Ohne Batterie, wo ich letztens mir dachte, das rauscht ein bisschen oder hat ein gewisses Grundrauschen, ich meine für den Preis immer noch sehr gut. Haben wir dann aber jetzt ein bisschen erweitert auf das Boya, das circa das Doppelte kostet, das ist da drauf, auf der Canon EOS R und das hat auch ein schönes Windfeld dabei, also für Außeneinsätze gut geeignet und einen guten Klang auch. Also auch das hier im direkten Vergleich, Boya Mikrofon, Rode Video Micro. Bei der Kamera habe ich die Augenerkennung drinnen. Das ist lustig, wann welche was erkennt, also das ist ein bisschen anders, es springt hin und her. Es geht aber auch, glaube ich, über die ganze Breite. Gehen wir wieder nach hinten, wird man ein bisschen schwieriger verstehen. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil das ist ein IPP. Codec, ein All-I-Codec, ja, also die Kompression IPP viel stärker als beim All-I, wo jedes Bild für sich, jeder Frame für sich gerechnet wird. Da bin ich alleine mit den Codecs, ich habe es jetzt einmal so erklärt, wie ich es verstanden habe. Also All-I ist der bessere, da unkomprimiertere Codec. Man möge mich korrigieren in den Kommentaren, aber ich glaube, ich habe recht. Und C-Log ist hier natürlich jetzt auch nicht aktiviert, aber das möchte ich auch vergleichen. Indem wir jetzt umschalten an der Canon EOS R, das C-Log aktivieren. So, und jetzt haben wir hier das C-Log an der Canon EOS R mit dem Videoassistenten eingeblendet. Auch da durchaus vergleichbar. Das Bild, ich werde das ein bisschen rüberrutschen. Und weil ich bin ein bisschen näher hier an der Canon EOS R, also es dürfte wirklich das Bild dann heller sein, weil hier kommt das Licht rein, ja, und da haben wir halt hier mehr von der Schattenseite aufgenommen. Wenn ich da aber auch noch weiter rüber fahre, ich versuche das so eng als möglich zu bekommen. Also hier mal ein Vergleich, Canon EOS C-Log. Das C-Log habe ich sehr gern, weil wir unsere Aufträge, unsere Kunden Jobs auf der C300 Mark II hauptsächlich drehen, Interviews, Vorträge und so weiter in der Fortbildung. Und da eine zweite kleine Kamera, USB-Kamera zu haben, die auch C-Log beherrscht, ist eine wunderbare Sache. Die Bilder gehen toll zusammen, also ihr könnt jetzt überhaupt nicht sagen, welches Bild jetzt welches ist, wenn man es also im direkten Vergleich. Großartige Sache. Ja, ich habe jetzt übrigens beide 24-105er
Objektive auf 50 mm gestellt, ja, Vollformat 50 mm. Ich prüfe das kurz noch. Ja, beides 50 mm. Ich muss mehr mit der Kamera sprechen, das ist unser Neuling da, die Canon EOS RP. Und zur 24-105er Objektiv zwei Sachen. Es ist eine sehr unaufgeregte Brennweite, es ist nicht so ein wirkliches Weitwinkel wie ein 16 mm. Es ist auch nicht wirklich ein Zoom wie 200 mm, es ist irgendwie dazwischen, dann hat es eine Blende mit F4 und nicht 2,8. Fade Sache, glaubt man. Deswegen haben wir auch zwei von diesen Objektiven, weil die sind fast ständig oben auf der C100 Mark II und auf der C300, weil das ist das Interviewobjektiv in unserem Fall und unserer Meinung nach auch das am besten geeignete, weil unter 4 traue ich mich bei einem Interview, wo die Leute dann so hin und her gehen, ja. Das traue ich mir eh nicht. Da habe ich auch keinen Autofokus drinnen. One-Shot-Fokus oder unter Fokuskontrolle und dann manuell. Und wie gesagt, wenn die sich ein bisschen bewegen, dann ist das nicht gut. Und Autofokus bei Interviews, die genau nicht zu wiederholen sind, weil die doch sehr geschäftigen Gesprächspartner dann gleich wieder weg sind, da muss das also passen. Kollegen von mir machen es mit Blende 5-6, auch ich manchmal, um wirklich da schärfensicher zu sein. Schärfensicher sein, das ist lustig. Ja. Also da brauche ich keine 2,8er Offenblende. Ja, also wie gesagt, das die zwei Vergleichsbilder, auf die ich mich schon wahnsinnig freue, die jetzt anzuschauen, weil ich ja so hoffe, dass die Canon EOS RP, diese Einsteigerkamera im Vollformatbereich, wie sie so genannt wird, ja, ich will ja, dass das also wirklich der Qualität schon sehr nahe der Canon EOS R kommt. Ja. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Gut.